Now where did she go? You are here. Manager's office, meeting room, elevators. Where did she go? Haben wir Fußspuren? Nein. Doch, haben wir. Die führen aber nicht hier lang. Weil wir hier lang auch gar nicht können. What is that? Schreit angewidert. Cries in Spanish. Oh oh. Langer, unangenehmer Gang. Fühle ich gar nicht. Okay. Not getting through here. Okay, wir brauchen was, um die Tür zu öffnen. Finden wir mit Sicherheit weiter hinten im Gang. Okay. Sowas war auch noch. Holy shit. I didn't even know I could do that. Ja, wusste ich auch nicht. Schön, Spiel voller Motten. Da sehe ich mich. Naja. Ah, schau mal. Ein seltsamer Schlüssel. Die Macher vom Spiel haben sich definitiv, was das Design angeht, bei mehreren fantastischen Horror-Inspirationen wirklich bedient. Also du hast definitiv, was das Design angeht, Sachen dabei, die so in die HR-Giga-Richtung gehen. Du hast unheimlich viel Lovecraft-Flair. Du hast diesen Haut. Du hast ganz viel so Zeugs von so Stephen King. Oh, dahinter sind wieder so eine Viecher. Okay, alles klar. Wir haben einfach eine Hauttür. Und dahinter unendlich viele Insekten. Ja gut, das wird nicht gehen. Wir brauchen ein Messer. Okay. Das mit der Hauttür, das könnte wirklich aus Silent Hill sein, ne? Oh. Oh, ich will ein Schild machen, aber ich kann nicht. Geisterschild, Geisterschild, Geisterschild! Ah, okay, jetzt sind alle da. Ah. Boah, der Sound. Alter. Okay, da geht's durch. Dieses sich auf zwei Bereiche zu konzentrieren, ist so krass. Man übersieht garantiert immer mal wieder was. Konzentriere dich auf die Geisterwelt. Können wir gleich machen. Mit unserer Meersicht sehen wir nichts. Da sehen. Nee, auch nicht. Nee. Ist das so ein zerquetschter Käfer? Ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, vielleicht finden wir irgendwie so eine Rasierklinge oder irgendwas, womit wir diese Haut da zerschneiden können oder so. Aber nee. Ah, jetzt führen die. Warum führen die Fußabdrücke jetzt wieder da lang? Ah, okay, wir haben wieder. Hört ihr das Flüstern wieder? Eindeutiges Zeichen für eine weitere Story. Da. Yes. I'm working on it.
Yes, I know. I just... Yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh. That voice. It says Thomas. I don't know why, but it gives me shivers. Könnte diese Stimme Thomas sein? Maybe. Looks like the only way. Great. Okay, This room, it feels cold. Memories of grief, loneliness. Was ist verwinkelt? Okay, da kann was rein, das müssen wir uns merken. Und sie kann sich aufladen, so wie es aussieht, ja. Okay, also haben wir uns... The spark's too weak to absorb. Ah. It's like it's missing something. Okay, also wir müssen in der realen Welt wahrscheinlich erst, weiß ich nicht, müssen wir ein Blumenbouquet oder so erstellen. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Da muss man sehr genau sein. Da. Ah, Sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Okay, and können wir uns die jetzt grabben? Ah, Sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Nee. Oh, Mr. Tarkovsky. Please, it's the least I can do for all the good work you do around. Okay, also von der haben wir nichts. An old prescription. I know these drugs all too well. Ursula Anna Rostkowski. 41 Jahre alt, 53 Kilogramm. Das ist aber zierliche Frau gewesen. Was nehmen Sie denn? Pipofizin und Buspiron. Fallgeschichte. Bei Ursula Rostkowski wurden Depression, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks. 6-mal auffüllen. Nice. Gute alte Elektroschockbehandlung. Also nicht vergessen, wir müssen dieses, ich behaupte, Blumenbouquet noch irgendwo herkriegen. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Ja, bin ich ganz bei dir, aber dann müssen wir diese... Ja, Entschuldigung. Ich habe nichts, aber... Ich will das, was er in der Hand hat. Warum kann ich das nicht... Auf der rechten Seite des Bildes. Ich will das haben, was er da in der Hand hält, aber ich kann es mir nicht greifen. Und eine außerkörperliche Erfahrung bringt mir hier gerade auch gar nichts. Weil... Vielleicht doch. Oder hätte ich hier sowieso hingekonnt. Oh, noch mehr Hautzeugs. Oh, lol, nein! Shit. Oh. It's falling apart. Okay, zurück in den Körper. Looks like I'm in for kann ich da, dive. Kann ich da eh raus? Ah ja, seht ihr, das habe ich lediglich nicht gesehen. Na, hier ist doch bestimmt ein Blümchen zu holen. Da finden wir doch bestimmt was. Nö, verdammt! Da hinten. Aber... Oh, Gott. I hate this. Was ist das? Was tut sie? Was passiert? Achso.
Lol. Ich dachte, das sah voll aus, als würde sie sich da gerade mit irgendwas verbinden, weil das aussah, als hätte sie sich da gerade so in dieses Rückgrat an der Wand gesetzt. Mehr Erinnerungen. Oh. Shit, jetzt löse ich mich gleich auf und hab's noch nicht. Okay, nice. Hickfies, Alter! Oh, leck mich fett. Puh. Okay, das ist ein Razor. It's guilt, shame, regret. Bruder muss los, Alter. Kein Wunder, dass sie sich in ihre Einzelteile auflöst. Aber was hat jetzt hier mit diesem? Ah, wir können schon nicht mehr rennen. Ah, okay, zurück. Aber wir müssen da nochmal hin, blöderweise. Obwohl, warte mal, wir können ja jetzt hier theoretisch statt aufschneiden, oder? Ja. Oh, Alter, ist das langsam. Ja. Man muss wirklich mit dem Strich übrigens den Controller mitführen, ne, den Stick. Yeah. That was disturbingly satisfying. Ja, aber ich habe diese Erinnerung doch noch nicht wieder zusammengebaut. Wie mache ich das denn? Ist das der Raum? Und warum kann ich nicht rennen? Ach, das ist der Raum hier. Guck mal. Das kann jetzt... This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. Okay. Aber... Der Sound hier sagt doch definitiv, dass ich irgendwas machen muss. Und hier ist diese Erinnerung. Wie kriege ich die denn jetzt zusammengebaut? Ah, alles klar. Sie muss das machen. Okay. Da. You want me to read you another one, darling? Puh, Alter, der eine Erschrecker gerade an der Tür, da war bitter. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Was findet sie jetzt hier in der Badewanne vor? Einfach nur eine dreckige Badewanne. Okay, alles klar. Können wir hier raus? Nein. Können wir hier... Ah, schau mal. You... I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Okay. Na gut.
Ich habe bei dem Spiel das Gefühl, dass Sound so wichtig ist, wisst ihr? Und... ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass hier in dem Raum noch was wäre, durch dieses Ding, 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 Ding. Aber vielleicht halt auch einfach nicht. Wo waren die andere Haut? Naja, wir stellen erstmal die... Achso, die andere Haut war oben, ne? Wir stellen erstmal die Blume zurück. Ah, okay. Jetzt können wir auch die... jetzt können wir auch die ollen Motten vertreiben. Nice. Easy. Waren hier. Hier den Gang. Ah, alles gut, haben wir es nochmal umgedreht. Traurige Schwesterlein. Alles klar, unheimliche Kinderzeichnung. Let's go. Ich dachte, wir nehmen so eine Energiewelle und brezen die alle weg, aber wir laufen mit unserem Geisterschild durch. Na, das kann man natürlich auch machen. Oh lol, Alter. Das sind echt viele. Können wir rennen? Nee, aber wir können ein bisschen schneller laufen. Okay. Aber wir haben noch Energie. Unser Arm ist noch blau. Still blue. Augen so. Okay, hier geht's nicht weiter. Wie sieht's hier aus? Nein. Wenn wir in dieser Geisterwelt sind, können wir nicht sprinten. Gibt wohl keine Graffitis in der Vorhölle. Aber die Frage lautet, können wir noch höher? Hier fehlt... nee, wir können... ach nee. Okay, hier ist eine Tür. Aber Treppe ist da. Auf welche Seite kommt ihr denn mehr? Das fände ich auch mal ganz interessant. Hier waren wir, ne? Hier kommen wir her. Jetzt sind wir die Treppe hochgelaufen. Jetzt können wir da hinten die Haut zerschneiden. Genau, so ist so ein Schuh aus. Achso, warte mal, aber wenn jetzt die Motten kommen. Naja, ein bisschen leuchtet ja unser Arm noch. Können wir nur hoffen. Ihr guckt mehr nach rechts. Ich gucke tatsächlich ein bisschen mehr nach links, weil ich das Gefühl habe, da sind die Wege eindeutiger zu erkennen. Und den alten Lappen durch. Wer hat auch Doctor Who Empfindlichkeiten? Und durch. Kennt ihr das auch bei Doctor Who, das Hautding? Befeuchte mich! Okay, da geradeaus und hier links. Sind wir jetzt direkt in der Kajüte von Davy Jones. Ah, okay, guck mal hier bei. Hier haben wir noch eine Kinderzeichnung, klar. Alter Mann. Den mochte man wohl offensichtlich nicht so. Ein friedlicher Ort. Können wir nur lesen. Es ist beinahe fertig. Das Hauptgebäude ist besser gelungen als erwartet. Jetzt geht es nur noch darum, die weniger sichtbaren Teile des Ressorts fertigzustellen. Verdammt, dieser Ort ist einfach perfekt. Abgelegen, friedlich, weit ab von neugierigen Augen, vor aller Augen versteckt. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt, damit wir bleiben durften. Zum Glück kann ich recht überzeugend sein, wenn es drauf ankommt. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich etwas eingefallen. Ich werde es Niva nennen. Okay. Old invoices, outdated documents,
Wonder why someone put him out here. Kann ich dir nicht sagen, wir können es nicht rotieren. Achso, die bleiben auch einfach hier liegen. Okay, so können wir es auch nicht rotieren. Okay. Oh, da ist noch mehr. Ein Stück Geschichte. Der Himmel steht in Flammen, Explosionen hallen in der Wildnis wieder, Funken regnen auf die Ruinen von Fort Pulaski, einer einst undurchdringlichen Festung, die während der Offensive gegen Hitlers Streitkräfte 1945 Schauplatz einiger der heftigsten Auseinandersetzungen war. Diesmal waren es jedoch nicht Bomben oder Mörserfeuer, die den Nachthimmel erhellten, sondern ein spektakuläres Feuerwerk anlässlich der großen Eröffnung des Niva-Volksresorts. An der Veranstaltung nahm auch die Leitung der Partei teil, darunter der erste Sekretär, der bei der Gala Folgendes zu sagen hatte. Möge dieser Ort des siegreichen Kampfes... Ach nee, ist ja weniger Hitler. Des siegreichen Kampfes gegen die Mächte des Bösen zu einem Ort der Erholung und des arbeitenden Volk der Republik in Zeiten des Friedens und des Wohlstands weichen. Das historische Wahrzeichen, das im Januar 1945 von der heldenhaften Roten Armee befreit wurde, wird derzeit renoviert und demnächst wird die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das ist schon wieder der Artikel. Das Niva-Volksresort wird Ende Juni seine ersten Gäste begrüßen. Vorleser Onkel Flo schlägt wieder zu. Oh, come on, seit der Badezimmertür, seit der Wannentür traue ich niemandem mehr. Oh, God, mein Herz. Alter. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich... All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. Oh, wisst ihr, was mir gerade in den Kopf kommt? Was an old man. Vielleicht ist F, very recent. Der sich ja so gefreut hat, dass ein neues Zuhause für Frauen und Kinder kommt. Vielleicht ist F ihr Vater. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Alter, hör doch auf die. Die heißt Sadness und schon die hat keinen Bock, da reinzugehen. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish, fear, longing. Okay. What the hell happened here? Ich hab keinen Plan. Someone jotted this down recently. Zu erledigen. 3 Uhr aufstehen. Nicht den Wecker ausschalten. 3.15 Uhr Medikamente, 3.30 Uhr den Waldweg überprüfen, 4 Uhr zum Hotel die alten Zeitungen sortieren, 5 Uhr die Nachforschungen fortsetzen, Fotos entwickeln, wenn Zeit ist, 7 Uhr das Büro überprüfen, Bücher, Fragezeichen, 9 Uhr nach L sehen. Oh, schaut mal, die Standuhr wird uns in unserer erweiterten Sicht angezeigt. Burn marks, broken glass and... Is that salt? Okay. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Okay. Oh, Schlüssel. Still works. Oh, Taschenlampe. Someone's been using it. Müssen wir sie einschalten oder so? Nee, ne?
small to fit a door. Ah, der ist sowas von für die Uhr. Ist da noch mehr? Ach, die Taschen haben bis jetzt immer an, oder was? Jetzt bin ich verwirrt. Haben wir die eingeschaltet? Nee, einschalten konnten wir die nicht. Die ist jetzt einfach an. Okay. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Ist aber kein Problem, kriegen wir raus. Wir haben nämlich einen Schlüssel dafür. There we go. Oh. That's as far as it goes. Oh. There. An imprint. Is that Thomas? Wohin? Wo will er es denn hinhaben? Hier? Geh mal davon aus. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. Ah, ja. Okay. It's rare, but I'd seen it before. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Das war ja auch kein Erholungsresort, Alter. Das kannst du mir ja nicht erzählen. So eine verrückte Experimente-Shit. No. Don't do it. I can't. We must. Stimmt tatsächlich. Leinklebrig sagt auch gerade, ich glaube, ich sehe doppelt 4 Realitäten. Und das stimmt schon. Also, es sind eine Menge Ebenen, die das Game aufmacht halt. Ne? Das ist echt krass. No. Don't do it. Ja. We must. Aber was must we? Da ist wieder Strom. Da drin ist ein Schalter? Aha. Tatsächlich. Figures. There's gotta be a way to power it up. Ach, echt? Na Mensch, wie wir das wohl anstellen könnten. Hashtag komische Zauberfähigkeit. Dass wir jetzt auch noch so eine Resident Evil Taschenlampe da haben, ist natürlich sick. Wo kommen wir? Oh, nee, oder? Okay, jetzt sind sie auf beiden Seiten zu. Kommen wir ohne Körper raus? Nein. Kommen wir ohne Körper generell gerade irgendwo hin? Ah. Hier? Nee. No. Ja, das wissen wir schon. Ist da mehr zu machen? Kann uns die Uhr mehr sagen? Also beziehungsweise können wir einfach noch eine andere Zeit einstellen und sehen, was noch passiert ist? Bauen das quasi komplett wieder auf hier. Wait. I can feel something's wrong. It's coming. Was hat er denn da für eine krass unheimliche Statue auch? Geht noch mehr? Das Witzige ist, ihr müsst euch, kurz zur Erklärung des Rätsels, ihr müsst euch vorstellen, es geht nicht darum, den Zeiger zu bewegen mit dem linken Stick, sondern du musst immer, damit er sich bewegt, einen ganz bestimmten Winkel oder auch nur einen ganz bestimmten Punkt quasi des Sticks treffen in alle 360 Grad Bewegung und dann auch immer nur einen bestimmten Winkel oder eine bestimmte Neigung, besser gesagt, damit es sich bewegt. Das ist total... There. Looks like a passage. Aber kriege ich beides hin, sodass er da... Dann ist er weg.
aber vielleicht hat er noch was zu sagen. Sekunde, ich muss erst checken, ob er noch was zu sagen hat. Ja, siehst du? Shit. I thought I had it this time. It's taking too long. What am I missing? Alright. Können wir weiter? Looks like I'm in for another dive. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Okay, das müssen wir wieder anfeuern. Und zwar mit Hilfe dieses total überhaupt nicht unheimlich magischen Kreises. Dachte ich jetzt, Freunde, dachte ich wirklich, aber... Oh, hallo, Raider. Oh, Garlic Greener. Vielen lieben Dank. Hey, hi. Vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Freue ich mich sehr. Und euch, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen... was spielen wir? Ich will mal Omen sagen. Ich weiß, dass es falsch ist. Ich muss mal ganz kurz zurück in meinen Körper diven, dann kann ich besser mit euch reden. Hi, wir spielen The Medium. Und ich erschrecke mich regelmäßig. Was ich gar nicht unbedingt erwartet hätte von dem Spiel. Aber es macht bisher einen sehr fantastischen Eindruck. Es spielt sich recht ruhig. Das ist ein schönes Rätselspiel. Und der Chat hilft mit. Es darf mitgerätselt werden, Freunde. Nur nicht gespoilert und auch nicht gebackseat-gamed. Sag mal, ihr seht das doch aber hier auch. Hier ist doch was auf dem Boden. Und das können wir nicht... Warum können wir das nicht aktivieren? Übersehe ich was? Kann ich irgendwo meine Kräfte aufladen und ich sehe es partout einfach nicht? Ja. Oh, ist es da? Ja, ich weiß. Wir lösen uns in unsere Bestandteile auf. Das ist sehr sad. Aber... Ich habe auch gerade überhaupt keine Peilung, wo wir hingehen. Hör mal, ich krieg die Tür nicht auf. Weißt du, jetzt mal den Schalter drücken? Nee, das geht noch nicht, weil auf der anderen Seite ist ja, wie man unschwer erkennen kann, der Sicherungskasten. Das sehen wir hier links im Bild, sehen wir, wir müssen da durch, um den Sicherungskasten zu aktivieren. Und wenn wir aus dem Körper rausgehen und hier rüber gehen, sehen wir den Sicherungskasten. Der ist ja hier, da. Aber wir haben keinen Boost. Wir können den aktuell nicht aktivieren. Jetzt dachte ich, wir können es hier irgendwo aufladen, aber uns fehlt einfach so eine Aufladestation dafür. Ich möchte so ungern das jetzt wieder verstellen. Wir hatten jetzt gerade den Spot gefunden mit dem... War das das gleiche? Ist das jetzt einfach dasselbe gewesen wie vorher? Warte mal. Oh, gotta check the wiring. I'd hate to get stuck in there. Okay, gut, aber wenn er das Wire checken will, dann müssen wir noch so weit spulen, dass wir... Ja, dieses Hohenrätsel. Dass wir ihn das wahrscheinlich machen lassen, ne? The spirit well. I could absorb some of that energy. Das war eine gute Idee. Dann mal los. Überladen? Nee, okay. Passiert da einfach gar nichts. Jetzt wieder zurück. Right.
So, jetzt können wir. Bam! Und da ist wieder Saft drauf. Sehr schön, schaut mal. Jetzt können wir den Knopf betätigen. Okay. Fantastisch. Let's get the rest of me in there. I'll never get used to this. Puh. Ah, eine Dunkelkammer. Ugh. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Ja, ich... Okay, I know how this works. Okay. I need 3 liquids to develop the photo. Vergiss das Rotlicht nicht. 5 Sekunden bestrahlen, 3 Sekunden in jeder Ablage. Ja, das wissen wir bereits. Das ist genau das, was wir schon mal gemacht haben. Entwickler, Stoppbart, Fixiermittel. Das haben wir schon gelernt. Das ist witzig, wir hätten das komplett übersehen können im, in der Wohnung und hätten das noch nie gemacht. Aber wir haben es ja in der Wohnung schon einmal gemacht. Finde ich witzig, dass das komplett optional war. Fixer. Nope. Doesn't work. Letzte Flüssigkeit. I could sense something stirring behind that symbol. Like a gust of wind moving a curtain. Oh lol, unsere erweiterte Sicht sagt uns gar nichts. Stärker werden. Es wird stärker. Ich spüre, wie es sich befreit. In meinem Geist eindringt. Es will raus. Es kann nicht raus. Ich werde es nicht zulassen. Selbst wenn das bedeutet... Nein. Ich werde einen anderen Weg finden. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. So, was? Philosophie, Spiritualist. Das Übernatürliche unterdrücken. Oh. Aber wäre er vielleicht was für Sie gewesen, hätte sie eine normale Jugend gehabt. Wer weiß. Hope he's not using it as a textbook. Malleus Maleficarum. Der Hexenhammer. Uiu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 i. Schwere Kost, sage ich mal. Okay, that's all of them. Ja, das sind zwar alle Flüssigkeiten, aber wir hatten doch gar nicht genug Trays. Ah, okay. This should come in handy. Aber wir brauchen noch einen, oder?